Ich glaube, es gibt nämlich kein passendes Lied jetzt dazu. Zorniges Lied. I don't care, ich glaube. Weil ich habe euch doch gesagt, ihr sollt euch ein Lied merken. Auf der Straße. Ne? Glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Gemerkt? Das hat er eben den Tipp gesagt. Und? Was machen wir? Hey. Woher hast du den? Aus dem Kostümladen in der Einkaufspassage. Das war's geschneidert. Tatsächlich? Hat Qualität? Wer bist du? Woher kommst du? Ich heiße Harry Keller. Ich komme von. Ich bin keiner von euch. Ich bin einer von euch, Jungs. Erkennt ihr mich nicht? Nein. Na los, was soll das? Raus mit der Sprache, oder? Ganz ruhig, Kid. So wie sein Anzug geschnitten ist, könnte er zur Valenti Gang gehören. Ist das so? Ja? Beweis es. Du gehst hier nicht weg, bis du mir ein bisschen Bonafide gezeigt hast. Und was haben wir hier ganz zufällig? Aus Dank für deine treuen Dienste, JJ Valenti. Weißt du, ein Feuerzeug in Form einer Waffe ist keine sehr gute Idee. Yes. Ich habe hier etwas, das dich vielleicht überzeugen könnte. Keine Bewegung. Das ist keine echte Knarre, ich schwör's dir. Sieh mal, die ist ein Geschenk von Don Valenti. An deine Familie, von meiner. Aus Dankbarkeit für deine fortwährenden Dienste... J.J. Valenti. Sieht aus, als wäre der kleine Harry Callahan hier wirklich bei der Aktion Sacramento. Du hast Mumm, Kleiner, das mag ich. Gönn dir einen Drink, geht aufs Haus. Matches, Knarre runter. Du siehst aus wie ein Vollidiot. Ja. Check. Hey, Barkeeper. Was darf sein? Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, da sie einen gewissen Irving Kid Tannen verärgert haben. Umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kid nicht besonders mochte oder irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Ja. Was zeichnen Sie da? Mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Ja, mein Ohr hat mal wieder. Kannst du eine Karikatur von mir zeichnen? Sicher. Aber wie schnell? Zack, 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 zack. Presto. Die sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Du hast auch nicht viel Markantes. Danke fürs Gespräch. Darf ich jetzt durch, mein lieber Idiot? I don't care, I don't care. Er ist wieder da. Da, 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 da. Ah! Ja, ja, check. Check and turn. I know. Jetzt weiß ich wieder. Aber... Halleluja. Was ist das alles? Das sind meine Broschüren. Sie schildern wissenschaftlich genau die Schrecken, die jene heimsuchen, die der Versuchung des Alkohols erliegen. Alles klar. Verlorene Wochen. Die mag ich besonders. Es geht um die wahre Geschichte von Johnny, der in seinem Erbrochenen aufwachte und sich nicht an die letzten zwei Wochen seines Lebens erinnern konnte. Ja, das sind sie, eine dramatische Geschichte. Alles klar. Hey, Edna. Mr. Corleone, was kann ich für Sie tun?
Was war das für ein Lied, das Sie vorhin gesungen haben? Gefällt es Ihnen? Auf den Treffen des Finger vom Fuselvereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist das auch nur das Zittern. Soll ich es noch einmal singen? Ja. Sicher. Wenn ich lange genug warten würde, würde ihn sich jemand wünschen. You say you've lost your self-respect, but you should care. It's not too late to redirect and start to care. Don't despise the good and pure. Time to rise up from the sewer. Wash off all that foul manure. Show the world you care. You should care. You should care. What people think of you. Alter. Of goals that you could name. Reclaiming your good name is what you ought to do. You should care. You should care. If your reputation is in disrepair, it's not going to hurt you to reclaim your virtue, for you should care. Alles klar. Sehr schön. Finden Sie wirklich? Ja, es ist ein richtiger Ohrwurm. Ja. Man braucht einen Aufhänger, wenn man Herzen gewinnen will. Kann ich eine Kopie von dem Lied haben? Ich könnte Ihren Text von You Should Care haben. Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Bis bald. Und? Ich bin nicht der Blödeste. Alles klar. Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht machen. Willkommen zurück. Ja, wenn ich das nochmal machen müsste, würde ich hier nicht wieder reingehen. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. Ja, alles klar. Check. Glaubst du kannst ein Bild von dem Kerl malen? Sicher. Hey, das sieht aus wie dieser Ordi McFly-Saftsack. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hey, kannst du ihm so einen Hut zeichnen, wie ihn Artie trägt? Sollte ich sie holen kommen? Wie du willst. Hey. Was? Dann bist du... Ja, okay. Nein! Ah. Ist doch logisch. Ich sollte den Text wirklich jemandem geben, der ihm gerecht wird. Ach so. I don't care. Das ist der Text von ihrem Song. Hey, Trixie, sieh mal da! Wieso? Hast du das... Nein. Ah, schon gut. Und? You got it, oder? Mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe, aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay. Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kit Tannen fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen. Ja. Okay. Alles klar. Hallo?
Entschuldigung, aber sind Sie Trixie Trotter? Steht zumindest auf meiner Garderobentür. Würde es zumindest, wenn ich eine Garderobe hätte. Okay. Was macht so ein nettes Mädchen wie Sie bei einem Kerl wie Tennant? Fail. Ach, Kit ist nicht so schlimm. Man muss sich an ihn... Hey, Schätzchen, meinst du, du könntest deine Kankan-Nummer bringen? Die Kerle lieben es dir dabei unter den... zu gucken. Wie du möchtest, Kit. Und gammel hier nicht rum. Fürs Shakern mit den Betrunkenen wirst du nicht bezahlt. Du bezahlst mich überhaupt nicht, Mistkerl. Worüber haben wir gerade gesprochen? Sie sagten, Kit sei ein netter Kerl. Naja, schätze, er ist ein echt lausiger Freund. Doch solange meine Versicherung nicht greift, stecke ich ja fest. Versicherung? Ja, ich bin vielleicht nicht die Hellste. Aber auch ich weiß, dass man einen widerlichen Kit nicht einfach verlässt, ohne eine Versicherung zu haben, die ihn daran hindert, völlig durchzudrehen. Was hat es mit dieser Versicherung auf sich? Machst du Witze? Es gibt nur einen, dem ich hier vertraue. Aber ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen. Sie meinen nicht... Artie McFly. Artie McFly. Du kennst ihn? Nicht so gut, wie ich dachte. Bevor er verschwand, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Etikette, Philosophie, Buchhaltung. Er ist ein echtes Universalgenie. Er hatte sogar eine Pfeife wie ein Professor. Verstehst du? Kann ich mir die ausleihen? Sicher. Ich habe seit Wochen heimlich an meiner Com von Kitloskarte gearbeitet. Aber Artie ist der Einzige, dem ich meine Arbeit zeige. Bei einem Irren wie Kit kann man nicht vorsichtig genug sein. Ich habe zufällig Arthur McFly getroffen. Heute Abend? Aha. Wie geht's ihm? Wo übernachtet er? Ich habe das nicht herausgefunden. Wenn du ihn noch einmal siehst, sag ihm, dass ich ihn suche, okay? Ich könnte wirklich seinen Rat bezüglich... Du weißt schon, was brauchen. Ihr Lied scheint auf Officer Parker eine ziemlich starke Wirkung zu haben. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist schön, dass jemand mein musikalisches Talent zu schätzen weiß. Toi, toi. Danke. Toi, toi, toi. Hoppala. Habe ich R3 gedrückt? Habe ich R3 gedrückt? Ich brauche nicht noch eine Karikatur von meinem Dad. Was? Was für Karikatur? Ich sehe nix. Ich glaube nicht, dass meine Karikatur dort gut aussehen würde. Oder? Nein, das stimmt. Woanders. Hey, was? Wen zeichnen Sie jetzt? Boris Karloff. Was meinst du? Gar nicht so schlecht. Dann bis spät. Ja, okay. Arthur McFly. Moment. Jetzt muss ich mal. Sorry. Der Junge verfügt nicht über ausreichende Erfahrung. Gib ihm noch 50 Jahre. Ah, das ist klar. Wo finde ich den? Achso. Hallo! Ich bin so dumm! Ohne Witz. Nein, nein, zurück. Hallo? 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 Ah, da vorne. Baba. Genau, in. Hier.
Come in and find out. Ein bisschen sauberer, als man es von so einer Absteige mitten in der Depression erwarten würde. Wie laufen die Ermittlungen? Wieso wusste ich nicht, dass ich heute Abend Ihrem jüngeren Ich begegnen würde? Weil ich mich nicht erinnere, heute hier gewesen zu sein. Offensichtlich hat ein Treffen mit meinem jüngeren Ich vor 2 Monaten meine persönliche Zeitachse etwas verschoben. Ich konnte nie öffentliche Experimente durchführen, so wie er. Aber das macht nichts, solange ich mir Frankenstein ansehe. Frankenstein? Ja, gerade experimentiert mein jüngeres Ich da unten mit Raketenantriebssystemen herum, die er dann auf der Expo demonstrieren kann. Der Anfang deiner Karriere als Wissenschaftler. Genau, jetzt sind die Raketen eine fürchterliche Idee. Und ich werde bald herausfinden, dass sie nie funktionieren. In ein paar Stunden gehe ich also in das Kino und sehe mir Frankenstein an, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe die Eintrittskarte von diesem Film schon über 70 Jahre in meinem Geldbeutel hier. Wieso? Weil ich während dieses Films die Eingebung für meinen Durchbruch bei der Expo haben werde. Das hat doch nichts mit der Wiederbelebung von Toten zu tun, oder? Natürlich nicht. Erinnerst du dich an die Szene, in der Colin Clive mit dem Messer? Egal, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mir diesen Film ansehe. Aha. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Einy ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Was kann man da tun? Ich hab's. Was? Lenk einfach mein jüngeres Ich ab und ich übernehme den Rest. Check. Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty. Ich habe Einstein ganz vergessen. Ohne Witz. Sorry, Einy. Sorry. Wir sind auf der rechten Seite auf einmal. Ah, hallo? Keine Sorge, Emmett. Ich bin mir sicher, du kriegst es noch hin. Oh, darum mache ich mir keine Sorgen. Einstein ist das größere Problem. Ach, komm. Hast du schon den Frankenstein-Film gesehen? Ich habe gehört, er ist sehr inspirierend. Noch nicht. Ich war so mit meinem Raketenauto beschäftigt, dass ich keine Zeit hatte. Aber ich will heute Abend reingehen. Zumindest, wenn ich Einstein runterbekommen habe. Dann siehst du dir heute Abend wirklich Frankenstein an? Den solltest du nicht verpassen. Oh, mach dir keine Sorge. Nichts auf der Welt hält mich davon ab, mir einen Film über einen verrückten Wissenschaftler mit Götterkomplex anzusehen. Das. Warum machst du nicht mal einen Moment Pause? Du könntest dir einen Film ansehen oder so etwas. Danke für das Angebot, Mike. Aber sobald Emmett Lathrop Brown sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann ihn nichts mehr davon abbringen. Und momentan habe ich mir in den Kopf gesetzt, deinen Hund zu retten. Was ist mit deinem Raketenauto schiefgelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Sobald wir Einstein darunter geholt haben, suche ich es. Warum gehst du nicht dein Auto suchen? Und lassen Einy auf dem Dach sitzen? Niemals. Hunde sind viel wichtiger als so ein blödes Raketenauto. Person 1, das nicht funktioniert. Was läuft zwischen dir und Edna? Vor ein paar Monaten hätte ich schwören können, dass sie dir schöne Augen macht. Das war, bevor mein Vater ihren Finger vom Fuselverband rausgeworfen hat. Jetzt lässt sie keine Gelegenheit aus, über mich und meine Arbeit herzuziehen. Das ist wirklich nervig. Weißt du etwas über Officer Danny Parker? Ha, sagt, er ist ein guter Kopf, wenn er nicht trinkt. Gut. Natürlich, er trinkt in letzter Zeit scheinbar ständig. Weißt du etwas über Trixie Trotter? Der Singvogel aus den Sierras? Die Nachtigall des Nordens? Das Flittchen der Foothills? Nie von ihr gehört. Und ich bin auch nie in Tennants Bar geschlichen, um ihr zuzuhören. Alles klar, Ich gehe dann mal. Alles klar. Wir müssen ihn ablenken. Wir haben keine Ahnung wie, ehrlich gesagt. Nicht anfassen, Sie sind sehr empfindlich. Entschuldigung. Ist mir scheißegal. Nicht anfassen. Alles klar. Doc, Karl Einstein, ich rette ihn, solange er mit dazu sieht. Du musst etwas oder jemanden finden, um den Teenager abzulenken. Alles klar. Edna, was? Was heißt sie mal? Genau. Na
Was ist mit Ihnen und Emmett? Das letzte Mal, als ich Sie gesehen habe, schienen Sie an ihm interessiert. Das war, bevor ich viel zu spät erkannt habe, dass die Einladung an den Finger vom Fuselverband ein Vorwand war, um fässerweise Fusel in dieses sogenannte Labor zu bekommen. Das tut mir leid. Und jetzt bringt er mich durch seine bloße Anwesenheit dazu, seine philosophischen und intellektuellen Grundgerüste mit allen sprachlichen Mitteln anzugreifen. Sie gehen also nicht miteinander aus? Wir? Der bloße Gedanke an ein romantisches Verhältnis mit diesem Technikanarchisten ist schon absurd. Gut. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Mächtiger Erfinder lässt Hund auf Gerichtsdach stranden. Auf Gerichtsdach Hund stranden. Von jungem Wissenschaftler auf Gerichtsdach gestrandet. Was? Sehen Sie dort. Oh, oh mein Gott. Mr. Brown. Bitte, Miss Strickland, jetzt nicht. Können Sie nicht sehen, dass ich mich gerade in einer prekären Situation befinde? Mein Testlauf. Testlauf? Gefahr für die Öffentlichkeit nenne ich das. Ich bin mir sicher, die Redaktion sieht es auch so. Die wissenschaftliche Unternehmung stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Wissen Sie, was eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit Schleich, ist? Schleich, Schleich. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu werden. Da bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Sie machen sich lustig. Ja, ja. Eine Welt vor, in der Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Hätte Ihnen vielleicht zugehört, wenn Ihre Windkanzlage nicht mit einer Bruchlandung und einem Hund auf dem Dach geendet hätte. Ja, schon dabei, ihn runterzuholen. Aini, wie bist du da runtergekommen? Klug dann. Hund. Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, erledigt. Seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter?